So. Es ist also ein ewiges Spiel. Das Leben ist ein ewiges Spiel der Selbstlügen. Dieses ewige Nachgeplappere von irgendeinem angelesenen Wissen. Ich setze jetzt wieder vorne weg. Ich erkläre es nur dem, der mich jetzt sprechen hört. Das ist Geist. Mich hören keine Ohren, mich hört kein Gehirn. Das ist hundertprozentig sicher. Du bist auch dann da, wenn du nicht an die Ohren und nicht an das Gehirn denkst. Das alleine, wenn du wirklich verstanden hast, dass du immer bist und dass deine Informationen sich ständig austauschen, hast du eigentlich schon alles verstanden. Du gehst bloß immer und immer wieder in die Vergessenheit. Und ich will da ganz kurz nochmal drauf eingehen. In Gesprächen jetzt auf der Bröselebene ist es extrem schwer, weil du wirst erkennen, wenn du sehr genau was, sehr präzise was dem Jetzt, im Denken. Und da geht es nicht um Meinung, um Glauben und um Geschmack, sondern ständig um das Bewusstsein, dem bewusst ist, was jetzt da ist und warum sich das, was jetzt da ist, ständig verändert. Reaktion, Aktion, Reaktion, Reizauslöser, neue Reaktion, dieses Spiel. Diese einfachen Beispiele, die ich immer wieder wiederhole und ich erkenne, dass wirklich, ich sage von den von mir ausgedachten Figuren in meinem Traum, es mittlerweile ein Nichts ist, von welchen die es verstanden haben. Und jetzt sage ich gleich wieder der Korrektheit, diese Figuren als Ding an sich, diese Personen können es als Ding an sich sowieso nicht verstehen, was ich erkläre. Ich erkläre, was Geist ist, was Energie ist in der Physik, dieses E-Quadrat und was Ewigkeit bedeutet. Und es wird eine Existenz, die du dir ausdenkst, die in dir als Information in Erscheinung tritt, niemals verstehen. Und bevor du das nicht akzeptierst, dass das auch für dieses dir gilt, an das du denkst, wenn du an dich selbst denkst, wirst du Geist leiden. Und solange du noch einen Hauch von Hoffnung trägst, dass das irgendein von dir ausgedachte Person wissen könnte, es könne welche in Erscheinung treten, die den Anschein machen, dass das sie wissen. Zum Beispiel der Uro, wenn der in dir auftaucht. Es ist jetzt gleichgültig, ob er sinnlich wahrgenommen, in einer gewissen Entfernung vor dir stehend, scheinend, auf deiner VR-Brille in Erscheinung tritt oder ob das jetzt nur ein Pixelmännchen ist. Es ist so schwer zu erkennen, was jetzt da ist. Ich sage, wenn ich sage, ich erkläre nicht immer dazu, ob ich das Ich jetzt auf diesen ausgedachten Affen-Udo lege, also dass ich da damit den Affen Udo meine, diese Person meine, oder ob ich jetzt meine, den Geist, der sich's ausdenkt, dann bin ich nämlich du. Und um das jetzt da nochmal klar zu definieren, immer wenn du dich wo reinschaukelst, durch Glauben, durch Rechthaberei, ist es ein Aufrechterhalten einer Einseitigkeit. Und das ist Selbstentheiligung und das ist die Quelle von Leid, die du erlebst. Nur du erlebst das Leid. Du erlebst das Leid der ganzen Welt, die du dir ausdenkst, wenn du mitleidest. Darum muss man irgendwann einmal den Mut haben, aufhören, mit irgendwas zu sympathisieren, mitzuleiden. Das habe ich so oft erzählt. Wenn das einer nicht wahrhaben will, der in dir auftaucht, kannst du ihn abhaken. Und ich jetzt komme nochmal auf die Wahrscheinlichkeiten und auf die Berechnungen. Und dazu mache ich jetzt nochmal schnell den Bildschirm an. Ich will das diesmal nicht so lange machen, weil es wiederholt sich immer und immer wieder. Dieses ganze Spiel dieser Unachtsamkeiten. Wir bleiben mal bei den aktuellen Corona-Thema mit den Sterbezahlen. Ich sage prinzipiell, egal was passiert, du kommst aus der Nulllinie immer nur symmetrisch raus. Solange du chronologisch denkst, machst du einen riesengroßen Fehler. Und es wird so viel weggelassen. Statistiken sind immer extrem trügerisch. Da könnte ich jetzt tausende von Beispielen geben und wir bleiben bei dieser aktuellen Corona-Sache. Das Video kannst du dir selber herholen. Der hat übrigens dasselbe Spiel. Jetzt rede ich wieder bewusst raumzeitlich. Ich denke mir jetzt dann aus, der hat es mit Österreich gemacht, mit Deutschland, mit Spanien, mit Norwegen. Und er erklärt dann genau, wo das große Problem liegt. Jetzt ganz normal statistisch gesehen. Die Zahlen, die hier benutzt werden in dem Video, sind die Veröffentlichungen von dem Statistischen Bundesämtern. Ich sage jetzt einmal, das sind die offiziellen Zahlen. Man könnte jetzt sagen, ganz einfach die offiziellen Zahlen. Also die die Bundesregierung macht, was natürlich hier ist, nur diese lächerliche Kurve, die allgemein überall dargestellt wird. Coronavirus, Bundesamt, Korrektiv. Der Saudi natürlich ab, die verteidigen sich dann wieder. Es geht auch hier nur um eine Rechthaberei. Es ist genauso ein Rechthaber. Er berechnet jetzt nur sehr präzise, wenn man sich das Video anhört, dass er zuerst einmal die Bevölkerung
das Wachstum der Bevölkerung mit einrechnet und vor allem das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Diese ganzen Werte hat er aus dem Bundesamt, Statistischen Bundesamt. Das ist frei zugänglich. Da kann man auch die Werte der anderen Länder einsehen. Im Internet, das kommt ja sowieso alles aus dem Internet. Und da stellt sich am Ende raus, das ist also hier, man muss das sehr aufmerksam eventuell zweimal anhören, dass die letzten Jahre, ich mache mal bloß das Bild her, dass das immer Strich plus minus minimal ein Strich ist. Deswegen zeige ich das nochmal. Das ist jetzt mit allen bereinigt, da gibt es auch nichts zu diskutieren, haben die diese Zahlen nicht. Es heißt, absolut gesehen, das Alter, das Durchschnittsalter der Menschen, die Bevölkerung, alles mit eingerechnet, bleibt es seit Jahren gleich, bleiben die Sterbezahlen. Okay, selbst wenn ich dann Unfälle mit reinrechne, selbst die halten relativ den Stand. Und die Ausreißer, wo wir haben, das ist zum Beispiel, wo ich darauf hingewiesen habe, wir hatten ja einen extremen Aufreißer 2018, das war Grippeepidemie. Das sind wesentlich mehr im 10. bis 12. Kalenderwoche, sind wesentlich 2018, wesentlich mehr Menschen gestorben wie jetzt im Dezember. Und was jetzt wichtig ist, du hörst wieder Worte. Und all die Worte, die du jetzt hörst, jetzt gehe ich gleich wieder zurück, das reicht eigentlich, all die Worte, die du jetzt hörst, lösen in dir Vorstellungen aus. Das Erste, was du Geist verstehen musst, du hast Reizauslöser. Ob jetzt das eine Zeitung ist, es ist Schrift oder ob du Worte hörst, sind Worte. Und du wirst ganz subjektiv geprägt, halt, jetzt sind wir wieder da, du wirst ganz subjektiv geprägt, was du aus den Worten Vorstellungen machst. Ob du eine Zeitung liest, ob du eine Statistik anschaust und du baust aufgrund dieser Reizauslöser Vorstellungen in dir auf und die Logik, die du dabei benutzt, um diese Vorstellungen aufzubauen, ist zurzeit ein Schwamminhalt. Ich nenne das dein Programm. Das muss immer präsent sein. Alles, was du vom Hören sagen kennst. Ich habe vor 20 Jahren schon gesagt, wer zählt eigentlich die Arbeitslosen? Zeig mir einen einzigen, der die Arbeitslosen zählt. Und du wirst dann feststellen, wir können auf ein Arbeitsamt gehen, da sitzen welche dort. Da melden sich Arbeitslose jetzt in den normal gelebten Leben und dann gehen die einfach dort in den Computer ein. Jetzt kann ich mir aber tausende vom Arbeitsämter ausdenken, die jetzt nur jetzt existieren, weil ich die denke und dann wird es gesammelt. Das ist alles unheimlich logisch. Es ist ja auch logisch, dass es jetzt schnipp hell ist um dich herum, weil da außen der Sonne ist. Aber du hast weder an hell gedacht noch an die Sonne gedacht. Dann kommt wieder, ja, aber wenn es jetzt nicht hell wäre, könnte ich ja nicht sehen. Solche ist unheimlich logisch. Sehen, etwas sehen können, hat überhaupt nichts mit hell zu tun. Du kannst die Augen zumachen, dann siehst du dunkel, aber dann ist es nicht hell. Das sind so ganz simple Sätze, ganz einfache Sätze. Und egal wer du bist, du schwingst dich in deine Einseitigkeit auf und sobald einer was anderes behauptet, was jetzt für dich nötig wäre, für deine Heiligung, dass du die Kehrseiten, dass du alle 16 Perspektiven irgendwann einmal begreifst. Ich kann dich nur darauf hinweisen, würden wir jetzt einen Tag zusammenleben, würde ich dich alle paar Minuten darauf hinweisen, dass du schon wieder in einer Einseitigkeit hängst, in einer Personifizierung. Und jetzt kommen wir mal zu der Statistik selber, zu der Stochastik. Das ist extrem wichtig. Es wird für dich immer alles genauso in Erscheinung treten, wie du glaubst, dass es ist. Selbst die Naturgesetze, die du einem beweist. Denk jetzt einfach, du spielst ein Videospiel. Die Naturgesetze der virtuellen Welt, die mit einem Videospiel simuliert werden, bestimmtes Programm, im Anfang war das Programm, das ist mal das Erste. Und jetzt komme ich ganz kurz zur Stochastik und da muss man jetzt wirklich wissen, was stochastisches Denken ist. Du wirst, wenn du was beweisen, einem beweisen willst, wirst du immer mehr Beweise in dir auftauchen, werden immer mehr Beweise in dir auftauchen, die das bestätigen, was du glauben willst. Und wenn du nach Fehler suchst, wirst du immer mehr Fehler finden in dem, was du widerlegen willst. Und immer dran denken, du hast eine Traumwelt, die teilt sich in den rein Gedankenbereich und in den für dich sinnlich real wahrgenommenen Bereich. Sinnlich wahrgenommener Bereich ist, ich bleibe jetzt nur in der Optik, ist das, was ich sage, was auf der VR-Brille ist. Das heißt, wenn du glaubst, dass da außen vor die Krankenhäuser sind und du kennst es ja nur vom Hören sagen, weil du das glaubst, wirst du, wenn du losmarschierst in deiner Welt, wirst du vor die Krankenhäuser. Wenn du es nicht glaubst, dann wird da nichts los sein in den Krankenhäusern. Jetzt ist es nicht die Frage, sich stellen, was ist jetzt da außen, der Wellenberg oder das Wellental? Es ist beides außen, du schaust aber bloß die Seite an, die du mit deinem Glauben verwirklichst. Und jeder, angenommen zwei, wir denken uns zwei aus, die streiten.
Das habe ich durchgespielt hier mit dem Gehirn. Ist jetzt in einem Schädel eines Menschen ein Vogel drin oder ein Gehirn drin? In deiner Traumwelt wird das realisiert, was du glaubst, und die Figuren, die jetzt du dir auch ausdenkst, denen du dann zeigst und beweist, dass das nicht stimmt. Wir können jetzt ins Weißenburger Krankenhaus gehen und dann können wir nachschauen, ob das sind. Der Geist, der träumt, erlebt den Traum, und die anderen Figuren werden zwangsläufig das sehen, was er dann sich in die anderen Köpfe reindenkt. Dieser Satz, was glauben oder was denken die dann von mir, kannst du sofort wegschneißen. Weil jedem Menschen, den du denkst, ist ein Gedanke, den du denkst, so wird das denken und glauben, was du denkst. Aber du hast keinen Einfluss drauf als träumender Geist. Du kannst das Spiel beobachten und dir bewusst machen, dass sich an dir selbst dabei nichts verändert. Ob du dich jetzt als Schulkind denkst, als Pubertierender, als 30-Jähriger oder als alten Menschen denkst, diese Information beginnt in dem Moment zu existieren, wo du dran denkst, und wenn du nicht mehr dran denkst, ist es weg. An dir selber, wie ich es auch an dem Leser, verändert sich nichts. So, das sind jetzt ganz einfache Worte, und jetzt schauen wir mal, inwieweit Menschen das verstehen. Aber ich muss ganz von den Worten nochmal machen mit der Stochastik selber. Wenn du wirkliche Stochastik, diese Zufallsberechnung, ist definitiv, ich sage, beim Wetterbericht habe ich gesagt, es ist 50-50, du kannst da Münze schmeißen. Wenn du jetzt ein Fanatiker bist, kannst du dir beweisen, dass der in 80-90% stimmt, der Wetterbericht. Wenn du mal vollkommen ohne vorabgestimmte Meinung das überprüfst, ist es wirklich 50-50. Und ich will dir das einmal nochmal erklären, weil das selbst auch, da gibt es wieder mehrere Seiten. Als erstes sagen wir jetzt, du denkst dir, ich habe ein Kartenspiel in der Hand, das Kartenspiel mit 52 Karten. Und da sind 26 rot und 26 schwarz. Und ich halte jetzt das Kartenspiel hin und du musst raten, ob ich eine rote oder schwarze Karte in der Hand habe, und mir dennoch die dann jedes Mal weglegen und schreiben auf, ob du einen Treffer hast oder keinen Treffer hast. Und wenn wir das jetzt durchspielen, ist es wie beim Würfelspiel. Das wird um die 50-50 Trefferwahrscheinlichkeit, wenn du so frei redest, wirst du immer plus minus 50-50 Trefferwahrscheinlichkeit haben. Mal hast du wenn mehr Treffer, mal hast du wenn weniger Treffer. Und wenn wir das jetzt über mehrere Male, wo wir da das Kartenspiel durchrastern, die mehr oder weniger Treffer wieder mitteln statistisch, was du feststellen, dass sich das auch wieder die Waage hält. Dass die Fälle, wo du meinetwegen hier Trefferquote hast, das sind ja, ich frage dich ja 52 Mal, du kannst 52%, wenn du 52 Mal die richtige Farbe errätst, dann haben wir Trefferwahrscheinlichkeit von 100%. Wenn du jedes Mal falsch hast, haben wir eine Fehlerquote von 100%. Und es schwankt jetzt, und da, wenn du das gemischt machst, selbst über viele Iterationen, wenn wir das jetzt, ich sage jetzt einmal 10 Mal machen, 20, 100 Mal machen und dann schauen, wie oft hast du mehr Treffer, weniger Treffer, und wir mitteln das wieder arithmetisch, bleibst du bei 50-50 Wahrscheinlichkeit. Ich sage in einem krassen Fall, dass du immer nur rot sagst, selbst dann hast du 50-50, und wenn du immer nur schwarz sagst, hast du auch 50-50. Du musst jetzt, um diese Wahrscheinlichkeit zu brechen, diese 50-50 aus der Nulllinie rauszukommen, müsstest du eigentlich wirklich wissen, welche Karte ich habe, und dann wäre es dir möglich, zum Beispiel der Trefferquote vor 100% immer zu wiederholen, oder auch bewusst eine Fehler, das Gegenteil, eine Fehlerquote, weil du dann ganz bewusst immer sagst, du weißt, es ist ein Rot und du sagst Schwarz, dann kannst du eine Fehlerquote vor 100% werfen. Aber absolut, das ist das Geheimnis der Chaos-Mathematik. Darum ist das Chaos das Genaueste, was es überhaupt gibt. Das ist der eigentliche Kosmos. Und jetzt komme ich, das war jetzt vorneweg, und jetzt muss ich etwas ganz, das ist jetzt eine private Sache vom Udo. Also vorne, ich mache jetzt eine kleine Bröselgeschichte und dann lassen wir es gut sein. Ich kriege ja immer wieder Mails von irgendwelchen, die mir irgendwas erklären, was sie begriffen haben. Das sind einmal positive, einmal negative Ways. Und da tue ich jetzt ganz kurz den Bildschirm nochmal übertragen. Es geht jetzt nicht wieder um die Figuren, die wir uns ausdenken. Und zwar, schauen wir mal ganz, ganz kurz. Da mache ich zum Beispiel den Rainer. Ist jetzt auch, ist ein Rainer. Da war jetzt hier, der hat mir ein Video geschickt. Über den, auf unser Schmetterlingseffekt ist ja ein Update, wo ich gemacht habe. Okay, du musst das Programm erweitern. Danke für die Liebe für die Reaktion. Wegen, das ist Kuss im Wundern, schicke ich nichts mehr. Es hat mich nur interessiert, bla bla bla, ob du das kennst. Das ist eine dumme Frage. Der Udo, sage ich dir was gar nichts, weil das ein Gedanke von dir ist. Ganz genau aufpassen, der Udo, den du dir ausdenkst, ist ein Gedanke, den du dir denkst. Ich wiederhole das immer wieder, das ist eine Kiste. Und ob der das weiß oder nicht, bestimmt nicht der Gedanke Udo, sondern das bestimmst du. Als UB sage ich dir jetzt in Bezug
auf die Updates der letzten 20 Jahre. Der Kurs im Wundern ist bei mir vor 15 Jahren schon sehr intensiv, wenn du in die alten Archive reingehst, behandelt worden. Mein Professor Rainer, den ich oft erwähne, der war, bevor er zu Holophilien gekommen ist, hat er mehrere Jahre lang intensiv war er in dem Verein von Kurs im Wundern. Und Kurs im Wundern ist eine ganz, ganz feine Sache, was ich immer wieder sage. Es ist auf einer Ebene von einem Dolle, von einem Deberwein, aber das Wesentliche wird nicht erwähnt, darum nützt es nichts. Okay? Bist du noch dran, Ritter? Bin da. Alles klar, dass ich weiß nicht, dass man den Hintergrund wieder abreißt. Das heißt, es ist das, was man jetzt von der Ausdrucksweise hochwertige Esoterik nennt in der ganzen Sprachform. Und da habe ich ja in dem letzten, in dem Schmetterlingseffekt-Video, in dem Update, wo das in der Überschrift drin ist, ist es definitiv so, dass so, wenn die sagen, du musst deinen Geist erforschen, du kannst nichts nicht erforschen. Schon die Kleinigkeit ist kein Kontakt mehr. Da wird zwar alles in einer Form von Dolly und Deberwein erklärt, aber die wirklichen Hämmer, da muss ich sagen, jetzt von denen, die da sehr direkt sind, wer jetzt, wenn du das annimmst, ist der Karl Renz. Da ist der noch am brutalsten. Dass er darauf hinweist, dass das alles Hirnschiss ist. Okay, aber das ist nur die eine Sache und jetzt mache ich das, was ich zeigen wollte. Da fahre ich jetzt einmal rein und jetzt passt auf, das ist immer dasselbe. Ich kriege ein Video. Entschuldigung, ich kriege ein Mail. Und dann sitze ich da und ich sage jetzt ganz, ganz bewusst, ich sitze mit meiner Marion da, ich mache jetzt Udo-Leben. Und ich schaue mir das an und dann stehen mir natürlich schon wieder die Haare zu Berge. Und normalerweise, die Masse der Videos zapp ich weg. Die zapp ich sofort weg, weil ich weiß, jetzt taucht in mir eine Schrift auf. Ich rede jetzt ganz normal als Mensch. Das muss dir jeden Moment bewusst sein. Das hat niemals irgendwann in der Vergangenheit einer geschrieben. Aber ich will halt immer helfen. Und jetzt merke ich, er schreibt eigentlich ganz lieb, aber ich merke, das ist wieder so voller Fehler, so voller Geistlosigkeit, dass der in keinster Weise in irgendeiner Form Selbstgespräche die einfachsten Sätze verstanden hat. Das lesen wir uns jetzt ganz kurz einmal durch. Und dann sage ich zur Maria noch, sage ich, normalerweise juckt es mich jetzt in die Finger zu antworten, aber eigentlich sind es immer Selbstgespräche, weil ich immer wieder sehe, ist da im Hintergrund ein Geistesfunk mit einem Programm, der hier so krasse Fehler macht, weise ich denn darauf hin, dass er wieder die krassen Fehler macht? Oder ist es bloß ein KI? Aber für mich schadet es nichts, weil ich meinen Geist selber immer wieder trainiere, um extrem Komplexes immer einfacher oder noch einfacher auszudrücken. Also er schreibt mir, lieber Udo, ich kenne dich schon seit 15 Jahren, war auch schon einmal 3 Tage bei dir. Ich habe nicht die geringste Erinnerung. Vergangenheit ist bei mir sowieso gelöscht. Ich bin so vergesslich. Heute Morgen habe ich in meinem Tagebuch eingetragen. Gott braucht keine Zahlen. Nur derjenige, der programmiert, arbeitet mit Zahlen und derjenige, der programmiert, manipuliert auch. Heute Mittag erhielt ich nun dein Buch und was sehe ich? Zahlen, Zahlen, nichts als Zahlen. Du wirst sagen, da ist doch noch mehr drin. Ja, aber das baut alles auf Zahlen auf. Es gibt ja keinen Zufall, dass ich dein Buch gerade heute bekomme. Nun sitze ich da. Einstein hat gesagt, Gott würfelt nicht. Und meine Erkenntnis heute Morgen, Gott rechnet nicht. Ich bringe es auf den Punkt mit ist nur eine Institution bekannt, die programmiert und damit manipuliert und das ist der da. Gnosis. Keine Ahnung, was das Wort bedeutet, das typische Auslegung, den schauen wir uns gleich an. Hast du eine Antwort für mich? Aber bitte keiner symbolische Natur. Liebe Grüße. Und dann denke ich mir, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Antwort, die zeige ich dir. Du schreibst, Gott braucht keine Zahlen. So habe ich angefangen, das ist meine Antwort. Wer bestimmt das? Wer ist das, der sich selbst einredet, / glaubt und damit auch bestimmt, dass dieser von ihm ausgedachte Gott keine Zahlen braucht? Dann schreibt er noch, nur derjenige, der programmiert, arbeitet mit Zahlen und derjenige, der programmiert, manipuliert auch. Wer bestimmt das? Wer ist das, der sich selbst einredet, glaubt und damit auch bestimmt, dass nur derjenige, der programmiert, mit Zahlen arbeitet und derjenige, der programmiert, damit auch andere manipuliert? Du hast dich doch selbst programmiert mit dem geistlosen, einseitigen Geschwätz von anderen rechthaberischen Schwätzern. Dein momentanes Programm ist dein an deinem selbst ausgedachten Gott zweifelndes Ego. Ich rede von einem ausgedachten Gott, an dem er zweifelt, den es angeblich nicht gibt. Nur derjenige, der programmiert, arbeitet mit Zahlen und manipuliert auch.
dann kannst du auch behaupten, nur derjenige, der denkt, spricht und schreibt, braucht Töne, Buchstaben und Wörter. Und derjenige, der denkt, spricht und schreibt, manipuliert auch. Du denkst und sprichst jetzt in deinem Kopf, wenn du das liest. Das ist hundertprozentig sicher. Ich rede von wirklichem hundertprozentigen sicher. Und derjenige, der unbewusst, das heißt nur einseitig auslegt, denkt und spricht, manipuliert und entheiligt sich damit selbst. Gott ist nur ein anderes Wort für alles und nichts. Also das sind, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Das ist ja nichts, tausendmal erzählt. Die Buchstaben und Zahlen, UB 86, Alim 1, 3, 5, bla bla bla, sind nur ausgedachte Darstellungsformen von Gott, der eigentlich alles und nichts ist. Darum mache ich das immer rot. Lieber Udo, ich hätte jetzt, du schreibst, aber ich denke mir eben keinen aus, der mir schreibt. Lieber Udo, ich kenne dich schon seit 15 Jahren, war auch schon einmal 3 Tage bei dir. Heute Morgen habe ich in mein Tagebuch eingetragen. Diese hundertprozentig sicher de facto hier und jetzt von dir Geistesfunk ausgedachte Gedankenworte sind sehr trügerisch, denn sie erzeugen in dir Geistesfunk / Gott für deine Traumwelt eine hundertprozentig sichere, de facto hier und jetzt von dir Geistesfunk ausgedachte Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft. Die aber jetzt ist, weil er das denkt. Jetzt schreibe ich, du kennst mich angeblich schon seit 15 Jahren, du kennst mich UB überhaupt nicht. Du hast nur eine selbstgemachte Vorstellung vom Menschen auf dem Udo, den er sich ausdenkt, wenn er an ihn denkt. So wie jetzt zum Beispiel. Ich war auch schon einmal 3 Tage bei dir, Bündchen, Bündchen. Heute Morgen habe ich in mein Tagebuch eingetragen, Bündchen, Bündchen. Du denkst und sprichst jetzt diese Buchstabenworte in deinem Kopf. Das ist hundertprozentig sicher. Und derjenige, der unbewusst, das heißt nur einseitig auslegt, denkt und spricht, manipuliert und entheiligt sich damit selbst. Das heißt, du bist schon einseitig, wenn du sagst, es war jetzt in der Vergangenheit, dann ist es ja nicht jetzt. Oder das wird morgen passieren, dann ist es auch nicht jetzt. Dann lege ich hier dieses letzte Selbstgespräch rein, wo ich da genau nochmal immer wieder darauf hinweise, dass es wichtig ist, dass der Udo nichts ist, dass er ein Gedanke ist, dass du der Einzige bist, der immer ist. So, wieso erkläre ich? Einfacher kann ich es nicht machen, ein Selbstgespräch. Wiederholungen von Wiederholungen, die eigentlich nur fordern, sage ich einmal, dass du Geist disziplinierst, dir jeden Moment bewusst machst, was da ist. Das sind Worte. Die Vergangenheit, die du jetzt denkst, denkst du jetzt und die Zukunft denkst du auch jetzt. Alles, was ist, kann nur jetzt sein. Aber jetzt pass auf, da hat er sofort darauf geantwortet. Lieber Udo, zunächst danke ich dir, dass du mir überhaupt geantwortet hast. Jetzt ist es, ich denke mir den jetzt ganz bewusst aus. Du musst wissen, jeden Moment, wenn du ein Mail bekommst, wenn du irgendwas anschaust, das Klingeling-Beispiel, es entsteht jetzt, es wurde niemals von irgendeinem anderen in der Vergangenheit geschrieben. Das ist das, was ich dir erkläre. Mir ist das bewusst. Dem Udo, den ich mir jetzt ausdenke, das ist ein Gedanke, dem wird das bewusst sein, was ich mir denke. Und selbst wenn ich mir jetzt bei dem Udo in die Kiste reindenke, dass ihm dem bewusst ist, ist ihm das trotzdem nicht bewusst. Weil Bewusstsein ist der Geist, der träumt. Der ist der Einzige, dem das bewusst werden kann. Und das bist jetzt hundertprozentig sicher du, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der sich die Ritter ausdenkt und sich selbst ausdenkt, wenn du an deinen Körper denkst, der übrigens jetzt wieder die ganze Zeit nicht da war, wenn du aufmerksam zugehört hast. Aber jetzt pass auf, und das ist so eine Deklassierung, wo ich mich überhaupt nicht drüber aufrege. Ich habe schon mal gesagt, mir ist so gleichgültig, wie sich welche den Udo ausdenken. Das brauchen wir übrigens auch für unsere 50-50 Wahrscheinlichkeit. Du hast mir sehr geholfen, deine Antwort ist für mich der Beweis, dass Gott keine Zahlen braucht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ego von dem Udo so leicht zu aktivieren ist. Ich habe mich doch nicht verteidigt. Der stillt deine Antwort, keine Anrede, kein Gruß. Weil ich ein Selbstgespräch führe, weil ich mich nicht mit einem ausgedachten Menschen unterhalte und ich einen ausgedachten Menschen im klassischen Sinn gar nicht anreden will. Ich schreibe eventuell, mein lieber kleiner Geistesfunken Ritter oder mein lieber kleiner Geistesfunken sowieso, ich schreibe es dem Geistesfunken, den ich darauf hinweise, dass du zurzeit mit dem oder dem Programm, mit dem Intellekt arbeitest und dich dementsprechend als diese Person in deiner von dir selbst ausgedachten Traumwelt empfindest. Das ist die richtige Antwort dazu. Lässt die nackte Wut hinter deiner Antwort erkennen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Erinnere dich an meinen Petra-Brief vorneweg. Oder an du bist ich. Was siehst du in mir? Ich bin bloß ein knallharter Spiegel von dir selber. Da muss man kein Psychiater sein. Du schreibst, dass ich dich überhaupt nicht kenne. Mir scheint dagegen genau das Gegenteil ist richtig. Ich kenne dich also besser als deine Anhänger.
Ob der Udo Arninger hat, wer bestimmt es, ob der Udo Arninger hat oder nicht? Also ich für meinen Teil habe überhaupt keine Anhänger. Ich habe einige Freunde, aber die kannst du wirklich an ein paar Hände abzählen. Ich würde das nie zulassen, dass ich um mich um Anhänger, ich will die Menschen frei machen und einen Anhänger brauche ich nicht. Da hänge ich mich lieber an die Menschen dran. Rot gestehen, der mich ausdenkt. Ohne den es mich jetzt als Udo gesprochen gar nicht geben würde. Die Aussage, Gott braucht keine Zahlen, das war kein Ergebnis von einem Denkprozess, das war eine Erkenntnis, die du mir selbstverständlich in Abrede stellen wirst. Jeden Menschen, den du dir denkst, der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Das können wir jetzt abbrechen. Merkst du, wo das Problem ist? Ja. Ein einziger Satz. Ich könnte jetzt normalerweise, wenn ich weiß, dass ein Geist dahinter steht, dann tut der Geist mir leid, weil er nicht hören will. Und ich sage, er wird, wenn da ein Hauch von Geist ist, er wird bis in alle Ewigkeit leiden, bis er diese kleinen Fehler nicht mehr macht. Was ist da für eine Arroganz dahinter? Diese Arroganz von Wissen, die Logik, eine Arroganz auf eine Logik, mit der er eigentlich gar nichts zu tun hat, die er sich wie ein Virus eingefangen hat. Erinnere dich an unseren Professor Dörr. Wir wissen ja mittlerweile, wir Physiker wissen ja, und dann kommt, wir Chemiker wissen ja, und dann kommt dieses unendlich geistlose GF, die wissen doch gar nicht, was sie sprechen. Keine Schuldzuweisung, es sind so offensichtliche Fehler in deinem Traumwelt, in deiner Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Lass uns von dem reden, was hundertprozentig sicher ist, und das ist das, was für einen Moment da ist, das mit dem nächsten Gedanken sich schon wieder austauscht. Und du kannst nur dich beobachten, mit was du noch sympathisierst, wo du noch mitleidest. Das ist das, was wichtig ist. Und hüte dich, dir das abgewöhnen zu wollen, dich irgendwie dein Programm verändern zu wollen, dann würdest du nämlich wieder ein Puzzlestück anders haben wollen, wie es ist. Ja. Danke. Besser machen ist nicht heilig machen, sondern das ist schon wieder in eine Einseitigkeit hin und her schwingen. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, zum Beispiel zu Corona oder zu Trump, ob das so gut oder schlecht ist, da haben wir gesagt, da haben wir 4 Seiten. Aber genau genommen sind sogar 16 Seiten. Die können wir jetzt durchspielen. Mein altes, 20 Jahre altes One-Night-Stand-Beispiel. Da können wir übrigens auch 16 Seiten machen. Da würde ich nur zeigen, dass die 4 Seiten, du dir jetzt erst einmal bewusst machen, in welche dieser 4 Seiten du zurzeit deinen Fokus hast. Und es beginnt, dass du jetzt erst einmal klar machst, die 2 Seiten. Du kannst einen Gedanken von dir nicht retten. Du kannst nichts Existierendes retten. Jetzt könnte ich dann wieder sagen, diesbezüglich sind zum Beispiel gerade das Festhalten an alten Wissen. Im letzten Selbstgespräch, wo ich das Sommer, wenn langatmig, habe ich das angefangen mit der Helene, mit dem Zeitungsausschnitt. Das beginnt schon, wenn du wach bist, wo ich hinhalte und sage, das ist eine Zeitung. Ich habe das ganz bewusst gemacht. Und ich schaue in dich rein, ob du jetzt wirklich in dem Moment schmunzelst und sagst, mich verarscht er nicht mehr. Das ist ein Monitor gewesen, das war keine Zeitung. Schau dir das vorhergehende Selbstgespräch an. Und dann lese ich. Dann hörst du einen Lautsprecher, du hörst nicht den Udo. Das ist einfach nur Geschichte, das sind Märchengeschichten. Bist du schon auf der Ebene der Metaphern? Einmal nochmal hier diese 3 Stufen lesen, diese 3 Metaphern, das Beispiel mit dem Ei, mit den Worten und mit dem Menschen. Die Schale, das Eiweiß, das Eigelb. Wo hängst du an der obersten Oberfläche? Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Wo dann die Helene weggeht. Merkst du, wenn ich jetzt Worte mache? Da ist doch keine Helene weggegangen. Da war ein Pixelarrangement von Lämpchen mit Helligkeiten, das nach wie vor illusioniert, auch jetzt in dem Moment, dass du Menschen anschaust. Du schaust jetzt keine Menschen an. Das Einzige, was ich mir wünsche für dich, dass du einfach nicht mehr zu denen gehörst, die laufend Sachen sehen, die sie überhaupt nicht sehen. Die so viel wissen, was sie überhaupt nicht wissen, die geistig vollkommen geistlos Vorstellungen in sich aufbauen aufgrund ihres Programms, ohne das einmal in Frage zu stellen, was jetzt da ist. Ist das so schwer? Du brauchst kein Intellekt, um festzustellen, was jetzt in dem Moment da ist. Das, was als Information vorliegt. Versuche mal einen Gedanken festzuhalten. Du kannst ihn wiederholen. Darum ist das hebräische Wort für wiederholen auch schlafen. Und du wirst das bis in alle Ewigkeit, wie im täglichen Christus, dass man mit dir so lange wiederholen, bis du ein Mensch geworden bist, der wirklich von allen geliebt wird. Aber das ist jetzt wieder eine einseitige Aussage, wenn du wach bist. Das geht gar nicht, weil ich als Udo von allen geliebt, mir geht es um die 50-50. Der kritische Punkt muss sein,
Bei Holofeeling sei, wenn Holofeeling richtig wäre, wäre es nicht verkehrt und dann ist es nicht allumfassend. Dann betrachtest du schon wieder Holofeeling als eine Perspektive. Holofeeling ist keine perspektivische Lehre. Weißt du, ich höre dann immer wieder, der hat konvertiert. Ich kann das auch immer nur solche Sachen wiederholen. Der hat konvertiert. Ja, zu was? Zum Islam. Dann sage ich, zu welchem Islam? Zum Siitischen, zum Sunnitischen, zu Bahai, zu Sufismus. Das sind alles islamische Strömungen. Er hat konvertiert zum Christentum. Ja, zu welchem Christentum? Zu den Katholiken, zu den Protestanten, bla 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 bla. Sekten, die alle in einem wahrnehmen, dass sie meinen, ihre einseitig ausgelegte Lehre ist schon allumfassend. Das ist ja nicht, solange du Feindbilder predigst, solange du meinst, du wüsstest irgendetwas. Wenn du nämlich alles weißt, weißt du nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn du dein ganzes momentanes, einseitig ausgelegtes Wissen durchschaut hast, dann ist dir bewusst, was die Gegenseiten sind. Und keine Sekunde früher. Das ist eigentlich das Spiel. Und ich kann immer wieder nur sagen, du musst keine Angst und du musst kein Hebräisch und keine Physik lernen dazu. Du musst nur Bewusstsein sein, das, was du eigentlich bist. Und das bist du jetzt, wenn du mich sprechen hörst. Ob da eine Ritter ist, die mich jetzt sprechen hört, kannst du dir jetzt ausdenken. Jetzt kann ich da die Namen sind austauschbar. Oder ein Indianer oder ein Redo oder ein Holger. Du kannst jetzt einen ganz Haufen Namen sagen. Es ist nur einer, der mich sprechen hört. Aber was du aus den Worten machst und an was du denkst, wenn du an dich selbst denkst, hängt davon ab, was für einen Schwamminhalt du zurzeit hast. Der vom Bücherregal ist der, der alle Bücher liest oder schon gelesen hat. Das rote Ich, das du zurzeit bist, hängt halt nur in diesem einen Buch. Und ich sage nochmal, das Bücherregal ist wie ein Romanregal voller Romanen. Und was frühere oder spätere Leben, die du dir jetzt ausdenkst, das sind nur andere Bücher. Die sind im Regal alle gleichzeitig da. Und jetzt kommt Zeitsplit diesbezüglich keinen Faktor. Du kannst nämlich jetzt im Moment ein Buch lesen, das sich um 2000 abspielt, vom 20., 21. Jahrhundert den Übergang beschreibt. Du kannst aber auch einen Mittelalterroman lesen und du bist der Ritter oder irgendein Germane. Schau auf Netflix. Du kannst aber auch hier einen Science-Fiction-Roman reden oder bist du halt ein Captain von einem Raumschiff. Aber was taucht jetzt in dir auf? Zeit ist gleichzeitig da im Hintergrund. Wir machen hier keine klassische Visionen, kein Science-Fiction, sondern ich erkläre dir, was die Wirklichkeit ist, was sie wirklich, wirklich ist. Du bist das wirkende Licht. Unverändert, immer gleichbleibend, darum nicht denkbar. Und der ständige Wechsel deiner Bilder, deiner Interpretationen, des Leides, du erlebst, die Welt, die du träumst, erschaffst du. Und jeden Menschen, den du dir ausdenkst, jetzt, egal an welchen Menschen du denkst, an den Putin, an den Biden, an den Trump, an die Merkel, an Einstein, ich sage das immer wieder, die entstehen jetzt und du denkst, die. Als träumender Geist hast du keinen Einfluss drauf, was der Udo jetzt spricht. Aber hat der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, oder anders, der Lautsprecher, den du dir jetzt ausdenkst, hat der einen Einfluss drauf, was für Geräusche er erzeugt? Das sind übrigens auch, die Schallwellen sind auch schon wieder so ein Ding, wo ich dir sage, zeig's mir. Die sollen mir mal Schallwellen zeigen, genauso wie Licht. Da erwähne ich auch immer wieder, ja, dann schau mal aus dem Fenster raus, dann sehe ich einen Baum, der sich bewegt. Das macht Wind, so ist logisch auch nicht besonders geistreich. Zeig mir den Wind. Ja, ich spüre dann doch. Ich sage, das, was du spürst, ist kein Wind. Das, was du siehst, ist nicht der Wind. Das hat einen tiefen symbolischen Sinn. Aber das, was ich dir sage, ist hundertprozentig sicher. Zeig mich dir selber. Schau dich doch einmal selber an. Was habe ich das letzte Mal gesagt? Bewusstsein zu denken, das kannst du nicht wahrnehmen, so wenig wie sich deine Augen selber wahrnehmen kann. Deine Augen, sag ich, kann doch meine Augen sehen. Siehst du eben nicht das, was du siehst, sind nicht deine Augen, das ist entweder Spiegelbild oder Fetzen Papier, Aufnahme. Wenn ich immer sage, alles, was du erlebst, sind deine Informationen, das schreibt dir sogar dein jetziger, extrem fehlerhafter, materialistischer, naturwissenschaftlich geprägter Intellekt vor. Das ist hundertprozentig sicher. Es muss in deinem Gehirn drin sein, sonst siehst du es nicht. Wer schaut sich das an?
Schaut sich das Gehirn seine eigenen Informationen an, wenn du das Gehirn bist? Das ist so fehlerhaft, so offensichtlich. Und jetzt kann ich immer wieder zum Abschluss sagen, die Sache mit dem ersten und mit dem zweiten. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du aufhörst, etwas zu glauben, weil es dir logisch erscheint, weil die Meinung und der Glaube von anderen, ein extrem fehlerhafter Glaube, den du zu durchschauen hast, weil das dir logisch erscheint, schätzt du das mehr wie das, was hier und jetzt sofort von dir zu sehen ist. Ein Pixelmännchen, ein Monitor. Nicht einmal den Lautsprecher siehst du, den denkst du dir jetzt schon wieder aus. Weil die Schaltung, die ich jetzt höre, dass da kein Mensch nicht drin steckt, der spricht. Da ist ein Lautsprecher drin. Und sorry, wenn du jetzt die Kiste aufmachst, wirst du auf einen Lautsprecher stoßen. Und wenn du einen Schädel eines Trockennasen aufmachst, wird ein Gehirn drin sein. Warum? Weil dieses Bild, diese Vorstellung dein Glaube aufbaut. Hättest du einen anderen Glauben, wäre was ganz was anderes drin. Vielleicht ein Computerchip. Also, selbst die Naturgesetze bauen auf dieser Beschwörungskunst des Glaubens auf. Und solange du die einfachsten Sätze nicht akzeptierst, und das richtet sich nur an den, der mich jetzt sprechen hört, und du wirst auch keinen Gedanken von dir, du kannst die wiederholen, immer wieder die geliebten Menschen, aber du merkst, die verschleißen die Oberfläche, das ist nicht zum Aufhalten. Wenn du dir was ausdenkst, dann kannst du sehen. Aber wie viele Seiten siehst du eigentlich immer bei meiner kleinen Metapher? Jetzt hast du mal immer bloß eine Seite. Wenn ich sage, du kannst die Tasse nicht sehen. Du siehst einen Henkel rechts, einen Henkel links, aber wo ist eigentlich an der Tasse der Henkel? Überall und nirgends. Da, wo du in dir hindenkst. Existiert dir das überhaupt, wenn du sie nicht denkst? Existiert dein Körper, wenn du ihn nicht denkst? Was bist du an deinem Körper? Bist du das Arschloch? Die Augen, die Nase? Ja, alles. Alles und nichts davon. Ist doch so einfach. Also frag dich einmal, was da in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst. Du sorgst dich und äffst nach und hast jetzt Angst vor Corona. Das Corona löst sich genauso auf wie AIDS, wie... Es ist immer nur das aktuell, wo du dann Fokus hast, was für dich von in der Esse ist. Weil gerade noch drauf eingehen, hier den... Ich doch nochmal schnell einschalten. Ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Durch meine Statistiken. Den hier, den wirft er mir ja vor, das ist der, der rechnet. In mancher Richtung, der Gnoss ist der Schöpfer der materiellen Welt, aber jetzt zum Teil dargestellt als Löwen, ariköpfige Gottheit, das ist ja noch positiv. Er gilt als Demiurg, das Wort müssen wir uns jetzt extra nochmal genauer anschauen, weil das nämlich nicht ganz korrekt übersetzt ist. Also ich spare mir das, wo der Trick liegt, der Erbauer, der Schöpfer. Aber das wird jetzt sehr negativ. Der Name wahrscheinlich aus dem Hebräischen, da kommt dieses Tohuwabohu. Das ist das Chaos. Die Tochter des Chaos, das ist schlichtweg eine falsche Übersetzung. Da haben wir jetzt erst einmal das Ile, dieses Kind mit einem Aleph hin, ist schon mal Kadesh. Wenn man sich jetzt wirklich auskennt in der Altsprache, und das denn nicht einmal Althebräer, die das studiert haben, weil die auch nur fehlerhaftes Wissen studieren, da sehen wir jetzt schon, das Kind ist der Schöpfer. Okay? Das, wenn ich jetzt hier eingebe, wir machen mal nur Google, das ist immer sehr interessant, das ist das Kind. Kind ist nicht die Tochter. Und dann haben wir den hier, das Erstarren. Google ist was anderes, wenn ich mache Bohu, aber wenn ich jetzt beides von Google übersetzen lasse, jetzt kommst du der Sache schon etwas näher, es ist eine Google-Übersetzung. Die Kindheit ist ein Albtraum. Und du bist ein Gotteskind. Und in einem Gotteskind ist das einmal das Nichts und ein polarer Traum. Wobei jetzt Bad für sich allein, die polare Erscheinung im Raum sind die Gedankenwellen. Das ist jetzt die Tochter. Die wird aber doch gar nicht erwähnt. Das wäre jetzt wieder eine Sache, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Was natürlich auch interessant ist, ist J ist nichts, ist alles. Und da ist das Kommen von Zeichen, polare Zeichen. Gott all, geöffnete Schöpfung oder Wissen, könnte ich jetzt lesen, sind polare, sind in Zeichen, sind die polaren Zeichen. Das ist Ort, das hebräische Wort für Ort. Da könnte ich jetzt auch wieder ewig das genauer uns anschauen, das spare ich mir. Und ich wollte jetzt, das ist jetzt dann plötzlich, weil das der satanische, das geht dann in die Apokryphen und er wirft mir vor, dass ich das praktisch bin, weil ich ja mit Zahlen arbeite.
Es wird immer so sein, wie du dir das ausrechnest, aber das ist alles so Hirnwichserei, so auf den Gleisen der eigenen Logik hier Gedankengespinste aufbauen, wenn du spazieren gehst, du gehst an einem Laden vorbei, Mensch, die können ja die Miete nicht mehr zahlen, wenn die jetzt alle, aber wenn die alle zumachen müssen, für was eigentlich? Meinst du, dass irgendein Politiker einen Einfluss darauf hätte, dass das, was du zurzeit räumst? Du machst schon wieder Schuldzuweisungen. Du suchst immer einen Schuldigen. Ich kann dir tausendmal sagen, du wirst nicht frei sein, bevor du nicht sagst, ich nehme die Schuld auf mich. Solange du dir irgendeinen ausdenkst, der schuld ist, machst du den mächtiger wie dich selber. Die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich. Zuerst einmal der, der sich das jetzt denkt. Punkt. Darüber diskutiere ich nicht. Und glaub mir, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Mir macht es nichts aus, ich bin vom Bücherregal, ich habe das schon durch. Wieso meinst du, dass ich in dir aufgetaucht bin? Dass ich sage, hör einfach damit auf. Mein elektrischer Weidezaun, lass einfach los. Eine neue Logik, eine vollkommene neue Logik erzeugt ein vollkommen neues Leben. In der Esse heißt inneres Sein. Was ist für dich von Interesse? Das, wo du ständig wiederholst und den Fokus drauf hast. Wieso machst du das? Und dann regst du dich drüber auf. Habe ich nicht in dem letzten Selbstgespräch gesagt, wie geistlos ist ein Akt, sich ständig Sachen auszudenken, magisch angezogen, wie eine Fliege von einer Lampe von einem Feuer, wo sie reinfliegt. Und sich immer wieder drüber aufregen und leiden und Sorgen machen. Schau es dir doch einfach nochmal an. Das ist das Problem mit dem träumenden Geist. Du kannst dir das nicht raussuchen. Genau. Dann fragst du, wieso lässt er mich das Laufen wiederholen? Weil du nicht zuhörst, weil ich sage, du hast das zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und es ist wurscht, ob du dich jetzt über irgendwelche Corona-Leugner oder Corona-Befürworter aufregst. In dem Moment, wo du dich beobachtest, dass du dich über was aufregst, dass du einseitig bist. Und jetzt erkennst du, ich soll mich ja nochmal aufregen, du Geist wohlgemerkt, nicht der Intellekt, den du beobachtest, den Brösel-Intellekt, den du beobachtest. Und jetzt versuchst du dir das Aufregen abzugewöhnen und dann bist du schon wieder ein blindes Arschloch, weil du dich jetzt als Geist drüber aufregst, dass du dich ständig über was aufregst. Du schiebst dein Problem vor dir her. Mein Helene-Doni-Beispiel, wo ich sage, was wäre jetzt, wenn er gesund worden wäre? Du hättest den Bereich nicht verlassen. Du musst irgendwann einmal diese Verwandlung zulassen. So, und du hast keinen Einfluss mehr drauf. Was du den Einfluss hast, merkst du, du hast keinen Einfluss drauf. Dann doch wieder. Du hast dann doch wieder einen Einfluss drauf. Durch das Geschehen lassen. Einfach geschehen lassen. Der werden, der sich anschaut, wie man reagiert, ohne an der Rolle was verändern zu wollen. Du kannst sogar ein Massenmörder sein. Ein Sexualverbrecher. Ein Kinderschänder in deinem Traum. Es sind einfach nur ein Dasein müssen, ist alles freigesprochen. In dem Moment, wo ich sage, das will ich nicht mehr, entheiligst du dich. Wenn du das loshaben willst, musst du die Gegenseite dazu machen. Du musst es neutralisieren, genau mit der Gegenseite. Du musst wissen, wenn du total krank dich fühlst, umso kranker du dich fühlst, umso mehr Schmerz, Ärger du in dir empfindest, umso gesünder bist du. Weil umso größer der Berg ist, umso weiter du oben bist, oder dreimal es um, umso weiter du dich unten empfindest, ist im selben Moment auch ein Oben da, aber du bist nicht unten, nicht oben, du bist immer die Mitte, wo das rausspringt. Du denkst dich bloß nach unten, mir geht's ja so schlecht oder mir geht's ja so gut. Und dabei vergisst du vollkommen, dass die Heiligkeit, die immer sein, die Mitte ist, die neu, die absolute Neoneutralität. Ja. Bist du schon in der Lage, dich selbst, dein Werden zu beobachten und dabei vollkommen neutral zu bleiben. Weißt du, wie oft ich in Selbstgesprächen darauf hinweise, eine Kritik ist eine Bewertung. Und wenn du arithmetisch arbeitest, sind es Gleichungen und die Gleichungen sind immer Null. Das heißt, das auf der Waagschale und das auf der Waagschale hebt sich gegenseitig. Jetzt haben wir natürlich auch wieder, das wäre auch eine Seite. Das ist im Gleichgewicht. 5 und 5 ist 10, ist im Gleichgewicht. Aber ich muss das noch spiegeln. Ich muss sagen, das ist gleich zeigen, ist die Nulllinie und dann ist die eine Seite der Plusbetrag und die andere Seite ist der Minusbetrag. Dann habe ich unten, unten wäre die Mehrmetapher, wäre jetzt die positive Seite, wäre Gott und die negative Seite ist HBH. Jetzt musst du wieder wissen, wie betrachte ich Plus,
und Minus kannst du auch wieder austauschen. Erinnere dich, was ich sage. Nenne ich jetzt die Objekte, die ich anschaue, als was Abgedrechtes, dann ist die Plusseite ist dann das J. Plus 10 ist gleich 5 plus 5 ist dann minus, Klammer 5 plus 5, ist minus 10. Jetzt sind wir im Gleichgewicht. Das ist das Aleph. Ich kann das natürlich auch wieder umdrehen, dass ich den J zu minus mache, den nicht existierenden als minus gesehen und dann wird es 5 plus 5 das Positive. Positive in Betracht, das sehe ich ja. Aber sehen kann ich nur was ich von mir abdrehe, also muss das Positive Negative sein, dass ich das positiv definieren kann. Das klingt so unheimlich kompliziert. Ich sage immer wieder, wenn man vom heiligen Ganzen, von dem Eins, von dem absoluten Mittelpunkt ausgehen, der nichts und alles gleichzeitig, der Urknall, bevor er geknallt hat, die Gedankenwelt, die auftaucht, ist der Pluspol was Ausgedachtes, was Abgetrenntes Ausgedachtes und der Minuspol ist auch was Abgetrenntes. Also sind die Zaster mal Minus, Minus. Drum sind Minus mal Minus ist Plus. Ja. Und dann kann ich sagen, die These, die Welle nenne ich Plus und das Wellendorn nenne ich Minus, was ich natürlich jetzt wieder tauschen kann, weil wir vier Seiten haben. Es ist reine göttliche Arithmetik, darum ist ja dieser Jabalot, die Kurzformen ist zuerst einmal hier dieser Gott, ist immer erlebt, zuerst einmal in seiner Polar, dieses Dual. Gott braucht keine Zahlen, er ist alles, er ist Null und alles, damit ist alles, was da drin ist, ist mit Eins gedacht. So ein Blödsinn, der Zahlen hat er manipuliert. Ich sage dann gut, Gott braucht keine Buchstaben und keine Töne, wer sprechen kann, der manipuliert. Du manipulierst dich bloß selbst. Das ist es. Der Einzige, der manipuliert, das bist du. Die Manipulation. Mit was manipulierst du dich? Mit dem dummen, geistlos nachgeäfften Geschwätz deiner Lehre und Erzieher. Das ist das, was du zu erkennen hast. Und jetzt komme ich zu der Kritik nochmal, eine Kritik, die irgendeine Figur in deinem Traum äußert, über irgendwas, sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird, bewertet wird, wertfrei. Es sagt alles aus über das einseitige Denk- und Wertesystem dessen, der kritisiert. Wenn du Holofeeling wirklich zu leben beginnst, hast du ein vollkommenes Denksystem und dann beobachtest du einfach nur diese Einseitigkeiten der Menschen. Und jeder kommt sich so unendlich gescheit vor, und damit lasse ich es jetzt gut sein, mit irgendetwas, was er aus Medium versehen geistig nachäfft und in seinen Kopf verwirklicht, weil er fetzenfest davon überzeugt ist, dass das auch unabhängig von ihm, das, was er jetzt denkt, unabhängig von ihm da außen existiert und er nichts damit zu tun hat. Wenn du den Satz irgendwann einmal akzeptierst, dann werde ich dir Wunder einspielen ohne Ende. Die Ritter, das Ritterprogramm kann mittlerweile da ein heiliges Lied davon singen. Du rennst mit einem Dauergrinsen rum, weil du das deine Mitmenschen nicht beschreiben kannst, was in deinem Kopf abgeht. Und warum kannst du das nicht? Weil das schon wieder Gedanken von dir sind. Du willst schon wieder Gedanken von dir was erklären. Und was ich jetzt mache, mache ich wirklich aus roher Liebe heraus. Mir geht es um den Geistesfunk, nicht um die Brösel. Also versuch erst einmal den Punkt, dein Leben ganz normal weiterleben, aber wirklich, dass du wertfrei schaust, wie du werdest. Und hör auf, dich darüber aufzuregen, dass du dich immer mehr dabei erwischen wirst, dass du einseitig werdest. Und du wirst merken, dass wie durch Zauberhand im Jetzt, in dem Wechsel, irgendwann einmal die Wünsche sich immer mehr auflösen, weil du überhaupt nichts mehr wünschst, weil das, was du jetzt erkennst, ist tausendmal mehr wert. Das ist, wenn die rote Selbsterkenntnis in dir aufblüht. Was ist es im Buch der Weisheit in der Apokryphenschrift? Die beginnt ja grob ist auch, wo ich kurz einmal darauf eingehe, in einen dieser Offenbarungsschriften, kann man nachschauen in die apokryphen Schriften, das Buch der Weisheit. Ich wurde von einer Frau, einer Arscha, in die Welt geschmissen, durch eine Frau, durch eine Logik. Wie jeder andere Brösel auch. Und dann kommt da die Spielschule, Kämpfen, Geld und dann taucht irgendwann einmal die Weisheit, taucht Holofeeling in dir auf, die göttliche Weisheit. Und dann wirst du sagen, nichts, was es überhaupt gibt in dieser Welt, ob das Gold ist, ob das Gesundheit ist, ich werde nichts mehr gegen diese Weisheit tauschen. Das wirst du an Gedanken, einen Menschen, einen Trockennasenaffen, per se bei eigener Definition, niemals erklären können. Hör auf, an Gedanken von dir was zu erklären. Darum sage ich, das Allerwichtigste, der allergrößte Unterschied zu all den Lehren, wo sonst Lehrern, die sonst in dir als Brösel auftauchen oder die du dir ausdenkst aufgrund von Schriften,
ist der, dass ich dich zuerst darauf hinweisen tue, dass das nur Gedanken von dir sind. Die so sein werden, wie du sie jetzt denkst, wie du sie qualitativ bewertest. Selbst wenn du an dich selbst denkst als Affe, wie bewertest du dich selbst? Hast du aufgeblasenes Ego? Hast du schon mal geschaut, wie du dann an dir rumnörgelst ständig, wenn du an deinen Körper denkst, die Unzufriedenheiten, die du in dir aufbaust? Und dann kommt wieder, ich weiß ja, ich bin ja so toll drauf, ich weiß alles, ich habe Holofeeling studiert. Ich sage, wenn du das zu leben beginnst, dann lebst du in einer Zauberwelt. Dein ganz persönlicher Traum wird eine Zauberwelt. Jetzt mache ich einmal wieder in Worten etwas, wenn ich jetzt das UDO-Programm, das ganz normale ist, ein ganz normaler, unscheinbarer, einfacher Mensch, der sich nicht groß macht und der auch keine Anhänger hat, zumindest keine, die ich bestimme. Wenn die welche meinen, sie sind Anhänger von dem UDO, haben sie Holofeeling nicht verstanden. Unsere geistige Familie, meine Familie der Geistesjungen, ist was ganz was anderes. Dass ich seit über 20 Jahren, wenn meine Frau heimkommt, es ist fast kein Tag, wo ich nicht sage, ich habe halt wieder so viel Wunder in meinem Kopf erlebt, aber so unendlich viel, das wird das bloß, was heute Morgen schon war, wird für die nächsten 500 Jahre reichen. Das ist aber jenseits einer Beschreibbarkeit, so wenig, wie du einem frisch abgenabelten Baby irgendwie erklären kannst. Ich sage zum Beispiel, was die Erfahrung von körperlicher Sexualität, wenn die wirklich auch noch in Verbindung mit Liebe gelebt wird mit deinem Partner, in einem gewissen kleinen Zeitabschnitt dieser 3x3 Wachstumsstufen, 3x3x3 Wachstumsstufen, 7x20. Und dann geht es dir wieder sowas am Arsch vorbei. So wie dir nach der Pubertät wahrscheinlich deine Barbie-Puppe am Arsch vorbeigeht. Oder die Carrera oder den Baum, wenn du ein echtes Auto kriegst. Und es wartet im Hintergrund, was für dich jetzt in keinster Weise vorstellbar ist. Versteh doch meine einfachen Beispiele, die sind mehr wert wie Geld. Wenn ich sage, der 7-Jährige, der in die Schule kommt und ein Geschwisterchen bekommt und sagt, nach unten kann ich schauen, die ist ja so dumm, die macht ja noch in die Windel. Ich lerne ja schon lesen und schreiben. Wie oft habe ich das erzählt? Und dann nimm einen pubertierenden Pubertier mit 14, 15 und nachher unterhalte ich immer, was der von einem 6-, 7-Jährigen hält. Der ist ja so blöd, der kann ja noch einmal richtig lesen und schreiben. Und dann nimm einen 30-Jährigen, was der von einem 14-Jährigen hält. Das spielt, das geht nach oben hin immer weiter. Und zu allen Zeiten meint der, wenn er an sich denkt, egal in welchem Alter du bist, du wüsstest schon, die Alten haben dann sowieso keine Ahnung, weil du nicht von unten nach oben schauen kannst, egal was die sagen, die haben überhaupt keine Ahnung. Und die wesentlich jünger sind, wo du runterschauen kannst, dann in deiner Arroganz sagst, die sind ja so blöd. Die Dummen, ja. Aber die Mitte, wo ich jetzt postuliere, ist nicht die absolute Mitte. Das sind kindgerechte Beispiele. Und du meinst, das komplizierte Denken hier mit Corona, mit Statistiken und die Scheißdrecksangst um meinen Körper, der sich schon auflöst, wenn du nicht dran denkst, das so offensichtlich und hundertprozentig sicher ist. Du bist doch immer noch dasselbe Ich. Dein ganzes Leben warst du derselbe Leser, wie ich das nenne. Wenn du das einmal installiert hast, hast du keine Angst mehr, dass sich irgendwas auflöst. Weil ich sage, du kriegst es doch zurück, wenn du es nochmal denkst. Das ist was ganz was anderes, wenn man was ist, selbst ist, als wenn man bloß was besitzt. Was du besitzt, ist vergänglich. Das taucht auf. Dann denkst du dir, habe ich das eine gewisse Zeit, wo die Zeit, egal wie du dir das denkst, wie lange bist du mit Martin verheiratet? Wie war das nochmal? Ein Jahr, 30 Jahre, 50 Jahre, 1000 Jahre? Das ist ein Gedanke, den du jetzt denkst, der ist jetzt da. Was für eine Vorstellung machst du dir bei dem Wort 1000 Jahre? Was für eine Vorstellung machst du dir bei dem Wort eine Nanosekunde? Beides existiert nur solange du dran denkst und dieses nur solange ist schon wieder im Hintergrund, hat man Gefühl, es ist jetzt, ein ewiges Jetzt und das absolute Hier. Und darum sage ich, das wird in der Esoterik, wird es bei den weisen Menschen nicht nur jetzt die Namen, die ich nenne, da kann ich dir viele, viele alte Schriften zeigen, ob das Sufis sind oder sonst was, wird es immer erklärt. Aber das, was wirklich wichtig ist, dieser kleine Kabelstecker, wo ich sage, der wichtig ist, dass der Motor oder das Fahrzeug überhaupt fährt, dass da außen wirklich keine Welt ist. Nicht sagen, das ist ja alles Maya, das ist ja nur Illusion. Es ist eine Information in einem ständigen Wechsel und es wechselt mit Lichtgeschwindigkeit. So, jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt spielen wir noch eine Runde Leben.
Auf das du irgendwann einmal in den ewigen Frieden kommst. Schau, schon wieder Zeitwetter. Irgendwann einmal. Du bist da schon. Du musst dich wieder erinnern, was du bist. Ich erkläre dir, was du bist. Da kannst du nicht hinkommen. Und solange du Angst hast, nichts zu sein, wirst du niemals erkennen, was es auch bedeutet, alles zu sein. Dankeschön. Für was? Mach ja eh alles bloß für mich. Ich weiß ja nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe, ich bin eigentlich du. Was meine ich mit ich bin du? Ich bin der sich das Gespräch ausdenkt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin die Ritter. Ich unterhalte mich ja mit dem, der sich jetzt den Udo, die Ritter und sich selbst als Brüssel vom Computer ausdenkt. Was sofort überprüfbar ist. Das ist kein esoterisches Geschwätz, das ist das, was ist. Was ist mit Ritter und Udo, wenn du nochmal dran denkst? Und was ist mit dem Körper, der jetzt vom Computer ist, den du jetzt, weil wir drüber reden, eindeutig auch sinnlich wahrgenommen, als sinnlich wahrgenommene Information wahrnimmst? Wenn du den nicht denkst, ist er genauso weg. Und tschüss.